So, hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit den Institutionen ökonomischen Grundlagen, Sitzung 16. Heute geht es weiter mit den spontanen Institutionen. Genau, hatten wir letztes Mal mit angefangen. Hatten gesehen, der ganz frühe Ansatz, Evolutionsoptimismus, das kann man auch den naiven Ansatz nennen, weil er methodisch ein bisschen naiv ist. Und dann haben wir gesagt, es gibt noch alternative kausale Erklärungen, wo der Ansatz okay ist, dass man versucht, nach kausalen Erklärungen zu suchen, aber vom Ansatz her geht es immer nur über Fallstudien, das heißt, man kann da schwer verallgemeinern, Theorien ableiten. Und dann hat man uns angefangen, kausale Erklärungen anzuschauen im Sinne von spieltheoretischen Modellierungen, insbesondere evolutorischen Erklärungen. Da hatten wir diverse Vorübungen gemacht, um zu zeigen, wie wir drei Verhaltensweisen in zwei Dimensionen darstellen können. Sie ändern sich. Drei Verhaltensweisen brauchen wir mindestens, um irgendwas Evolutorisches auszusagen, weil wir gehen von einem Spiel aus mit zwei verschiedenen Verhaltensweisen und dann führen wir eine dritte ein und schauen, wie sich diese evolutorisch durchsetzt oder nicht. Und genau, wir setzen da nochmal ein bisschen früher an, weil es so wichtig ist in dieser Darstellung. Wir hatten hier diese Darstellung, wir hatten ein Spiel mit drei Verhaltensweisen, A, B und C, und hatten da uns für die Dynamik eine Grafik aufgezeichnet mit zwei Dimensionen. Wir hatten in dieser Grafik abgebildet die relativen Häufigkeiten der Verhaltensweisen A und B und über die Verhaltensweisen Häufigkeit der dritten Verhaltensweise können wir immer implizit was rauslesen. Wir müssen sie also nicht explizit abtragen. Und so bleibt es viel übersichtlicher. Genau, Verhaltensweise A kommt mit relativer Häufigkeit P vor, Verhaltensweise B mit relativer Häufigkeit Q und Verhaltensweise C mit relativer Häufigkeit R. Und das heißt natürlich, P plus Q plus R muss zusammen 1 ergeben. Und ja, der mögliche Raum der Kombinationen der Häufigkeiten ist dann hier gegeben durch dieses Dreieck, ne? Also durch die beiden Achsen, durch die vertikale Achse, durch die horizontale Achse und diese diagonale Beschränkung. Innerhalb dieser Grenzen sind alle möglichen Häufigkeiten abzubilden. Heute, nachher, werden Sie endlich erfahren, woher diese Auszahlungsstruktur kommt, die ich hier Ihnen aufgezeichnet habe. Dass die erwartete Auszahlung für die Verhaltensweise A hier diese komische Form 1 plus 3p minus q annimmt. Das werden wir heute kurz ableiten, einfach nur damit Sie sehen, dass es auch Sinn macht, dass wir solche erwarteten Payoffs haben. Dann können wir mal paarweise vergleichen, welche Verhaltensweise besser ist. Warum vergleichen wir mal paarweise? Weil in diesem evolutorischen Setting überlegen wir uns immer, das Spiel wird gespielt, wenn zwei zufällig aufeinandertreffende Individuen aus der Population das Spiel spielen und sie sind jeweils durch eine konstante Verhaltensweise gekennzeichnet. Also wenn Sie jemanden zufällig treffen in diesem evolutorischen Spiel, dann spielen Sie eigentlich immer Ihre Verhaltensweise. Sie sind ein bestimmter Typ, Sie spielen entweder A, B oder C und wenn Sie zufällig jemanden treffen, spielen Sie halt Ihre feste Verhaltensweise. Und daher macht es Sinn, dass wir uns immer paarweise anschauen, welche Verhaltensweise besser ist und dann können wir hier in der Grafik eben grafisch darstellen, in welchen Bereichen es sich mehr lohnt, eine bestimmte Verhaltensweise zu spielen. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, was ist, wenn jemand von Typ A und Typ B aufeinandertreffen, dann vergleichen wir eben diese beiden Payoffs, Pi A und Pi B. Und wenn wir dann sagen, wenn wir wissen wollen, wann ist die Verhaltensweise A besser oder mindestens genauso gut wie B, dann setzen wir einfach ein die beiden Formeln und lösen nach Q oder nach P auf. Nach Q wäre eigentlich besser, weil in dieser Grafik wir immer in Abhängigkeit, also Q in Abhängigkeit von P einzeichnen. Und dann kriegen wir eben raus, damit die Verhaltensweise A besser ist als die von B, muss gelten, dass P größer Q ist. Und das ist in dieser Grafik durch diese rote Diagonale gekennzeichnet.
auf dieser Diagonalen gilt, dass die erwarteten Payoffs von A und B genau gleich gut sind. Das ist, da stellen sich beide gleich gut. Rechts davon ist P größer, da ist also die Verhaltensweise A strikt besser. Das sehen Sie einfach, also wenn Sie hier bei dieser Äquivalenz, wenn Sie da das Gleiche einsetzen, links und rechts, dann sehen Sie ja, okay, wir sind genau auf der Linie und das heißt, der erwartete Payoff von A und B ist genau gleich groß. Und wenn wir aber jetzt das P hier ein bisschen vergrößern, dann ist das P strikt größer als das Q und das heißt, der erwartete Payoff von A ist auch strikt größer als der von B. Das heißt, rechts von dieser roten Linie, denn rechts davon ist ja P größer, rechts von dieser roten Linie ist der erwartete Payoff von A strikt größer als der von B. Und umgekehrt, links von dieser roten Linie ist B strikt besser als A. Okay? Das ist ganz wichtig. Falls Sie es nicht verstanden haben, jetzt eine Zwischenfrage stellen. Haha. Das können wir uns weiter überlegen für die anderen paarweisen Vergleiche. Für die blaue Linie, für den blauen Vergleich, da vergleichen wir, was passiert, wenn jemand mit der Verhaltensweise A auf einen C-Spieler trifft. Dann müssen wir einsetzen, wann ist A besser als C? Und wenn wir das auflösen, nach Q kommt raus, Q muss größer gleich sein, 2 minus 5p, damit A besser ist als C. Das können wir wieder grafisch abtragen. So. Also Sie wissen natürlich, wie Sie das abtragen. Ne? Also Sie müssten dann hier oben verlängern bis 2 und da würde die blaue Linie die Achse treffen und dann könnten Sie auch P gleich 0 einsetzen und würden dann hier auf diesen Punkt kommen. So ergibt sich diese blaue Linie. Woher wissen wir jetzt, was links und rechts von dieser blauen Linie gilt? Auf der blauen Linie gilt ja, das wissen wir, Verhaltensweise A ist genauso gut wie Verhaltensweise C. Und was ist rechts davon? Rechts ist P größer, aber das sagt uns ja jetzt noch nicht unbedingt, ob da die Verhaltensweise A oder die Verhaltensweise C besser ist. Am einfachsten ist es, wir überlegen es uns links von der Geraden für diesen Punkt, den Ursprung. Da gilt P gleich 0 und Q gleich 0 und das ist für uns ganz leicht auszurechnen. Ja? Wenn wir nämlich hier P gleich 0 und Q gleich 0 einsetzen, dann haben wir auf der linken Seite stehen 0 und auf der rechten Seite haben wir stehen 2 minus 0. Das heißt, der erwartete Payoff von C ist dort größer. Sehen Sie das? Nochmal. Bei dieser Gleichung hier, wenn da ein Gleichzeichen steht, dann ist erwartete Payoff von A und C genau gleich groß. Und wir wollen jetzt wissen, auf welcher Seite der blauen Linie gilt was. Okay? Und links von der blauen Linie ist P kleiner, aber wir wissen nicht, ob dadurch die Verhaltensweise A oder C besser wird. Und deswegen nehmen wir uns einen beispielhaften Punkt hier links und am einfachsten zu rechnen ist hier der Ursprung, weil da ist P gleich 0 und Q gleich 0. Und das setzen wir ein in die Gleichung und haben dann da stehen 0 auf der linken Seite für den Payoff von A und auf der rechten Seite haben wir stehen 2 minus 5 mal 0, also 2 minus 0. Okay, und das ist 2. Das heißt, und das ist die rechte Seite ist ja nichts anderes, das ist PC und das ist PA. Okay? Und 2 ist größer als 0 und deswegen gilt links von der blauen Linie, dass die Verhaltensweise C sich mehr lohnt, ja, einen höheren erwarteten Payoff hat. Und deswegen haben wir da stehen, dass da PA kleiner als PC ist und auf der rechten Seite ist genau umgekehrt, da ist die Verhaltensweise A strikt besser als die von C. Okay. Ich denke, jetzt ist es vielleicht. Und das Gleiche können wir uns für die grüne Linie überlegen. Wenn also ein B-Spieler auf einen C-Spieler trifft, dann gilt, B ist genau dann besser als C, wenn Q größer gleich 2 Fünftel minus 1 Fünftel P. Also setzen wir einfach ein, lösen nach Q auf, dann kommt das hier raus. Wieder können wir fragen, wo gilt was? Auf der grünen Linie gilt, dass Verhaltensweise B und C genau gleich gut sind.
nehmen uns wieder, und wir wissen nicht genau, was hier im unteren Bereich gilt, aber wir wissen, ein beispielhafter Punkt, mit dem wir leicht rechnen können, ist wieder der Ursprung. Wir setzen ein und kriegen dann für Pi b, wenn wir 0 einsetzen, 1. Und für Pi c kriegen wir raus, wenn wir 0 einsetzen, 3. Das heißt, unterhalb der grünen Linie ist c besser als b und das steht genau da. Oberhalb der grünen Linie ist, muss es natürlich genau umgekehrt sein und da ist dann b besser als c. Okay? Das hier ist das Grundgerüst für unsere Grafik, um zu verstehen, wo die Dynamiken hingehen. Oh, ich habe die Formel nicht eingeblendet. Jetzt. Das ist die Grundlage und jetzt können wir uns überlegen, in welchem Bereich passiert was? In welchem Bereich bewegt sich das System in welche Richtung? Ne? Wir wollen ja wissen, wie sich die Institutionen in diesem dynamischen System entwickeln. Wenn wir, Moment, den Rest noch einblenden. Wenn wir unterhalb der roten Linie sind, wissen wir, dass die erwartete Auszahlung von A höher ist als die von B. Das heißt, dort müsste die relative Häufigkeit der Verhaltensweise A steigen. Was ist die relative Häufigkeit der Verhaltensweise A? Nichts anderes als P. Das heißt, dort haben wir dann solche Pfeile, weil P dann in diesem Bereich noch weiter steigen muss. Okay? Und das heißt, und oberhalb der roten Linie ist es genau umgekehrt. Da lohnt sich B mehr als A, sodass der Anteil der Leute, die A spielen, sinken müsste, also P müsste zurückgehen, das ist durch diese Pfeile gekennzeichnet. Und warum müssen die genau so schräg parallel zu der äußeren Diagonale sein? Weil wir ja R konstant halten. Okay? Und wenn sich an die letzte Vorlesung zurückerinnern, wenn wir eine dieser Häufigkeiten konstant halten, dann können wir uns nur noch in bestimmte Richtungen bewegen und das ist eben hier durch diese Diagonale gegeben. Auf einer bestimmten Diagonale ist das R konstant gehalten. Das ist die Dynamik in Bezug auf den Vergleich zwischen A und B. Dann können wir uns noch die Dynamik in Bezug auf die blaue Linie anschauen. Ganz wichtig, jetzt, wo wir uns nur die einzelnen Vergleiche anschauen, ist die rote und die grüne Linie erstmal egal. Die können wir ignorieren, das heißt, wir sind auch nicht so eingeschränkt, was die Bereiche angeht. Wir wissen, rechts von der blauen Linie lohnt sich A mehr als C. Das heißt, rechts von der blauen Linie sollte die Häufigkeit der Verhaltensweise A zunehmen. Was ist die Häufigkeit der Verhaltensweise A? Nichts anderes als P. Deswegen müssen da solche Pfeile stehen. Die sind jetzt genau horizontal, weil wir hier Q konstant halten. Okay? Und entlang einer horizontalen Linie hier halten wir jeweils ein Q konstant. Umgekehrt, links der blauen Linie lohnt sich C mehr oder A ist relativ schlechter. Das heißt, die Häufigkeit von A sollte zurückgehen, was durch diese Pfeile gekennzeichnet ist. Ne? Also links von der blauen Linie sollte P sinken, haben wir hier so eingezeichnet. Und schließlich als letztes schauen wir uns noch die grüne Linie an. Oberhalb der Linie ist B besser als C im Erwartungswert. Das heißt, oberhalb der grünen Linie sollte die Häufigkeit der Verhaltensweise B steigen. Die Häufigkeit der Verhaltensweise B ist aber nichts anderes als Q. Deswegen haben wir oberhalb der grünen Linie solche Pfeile. Warum müssen die genau vertikal sein? Weil wir ja die Häufigkeit von A konstant halten. Und nur auf so einer genau vertikalen Linie, entlang so einer Linie, halten wir P wirklich konstant. Umgekehrt, unterhalb der grünen Linie muss gelten, unterhalb der grünen Linie wissen wir, dass C relativ besser ist als B im Erwartungswert. Das heißt, die Häufigkeit von B sollte da zurückgehen. Das heißt, Q sollte unterhalb der grünen Linie sinken, deswegen da diese grünen Pfeile nach unten. Das können wir alles zusammenfügen und kriegen dann hier so ein schönes Bildchen mit ganz vielen Pfeilen.
Und dann müssen wir uns eben überlegen, solchen Dynamiken, wo sind da die stabilen Gleichgewichte, wo sind da überhaupt Gleichgewichte und wo sind die stabilen Gleichgewichte? Und das überlegen wir uns dadurch, dass wir uns bestimmte Startpunkte anschauen, plausible, und schauen, okay, wohin wandert das System von da aus? Okay? Und wenn wir alle möglichen Startpunkte abgeklappert haben, dann wissen wir, was mögliche Gleichgewichte sind und was mögliche stabile Gleichgewichte sind. Wir fangen an mit den Rändern, weil wir können uns immer wieder überlegen, dass wir, wenn wir irgendwo in der Mitte anfangen, landen wir auf einem der drei Ränder von diesem System. Und wenn wir uns da zuerst die Ränder angeschaut haben, was da passiert, dann wissen wir direkt, wohin das System sich von dem Rand aus weiterhin entwickeln wird. Auf der horizontalen Achse, also der P-Achse, haben wir ja gegeben hier diese roten Pfeile, die wollen dahin, und die grünen Pfeile, die wollen dahin, genauso hier im linken Bereich. Aber das geht ja nicht, weil wir schon auf der Achse sind und von der Achse können wir nicht weiter runter, weil die Häufigkeiten gibt es nur innerhalb des Dreiecks, innerhalb der Achsen. Und deswegen können wir auf dieser Achse die grünen und die roten Pfeile ignorieren. Bleibt nur noch übrig die blauen Pfeile. Sind jetzt hier eingezeichnet. Und das heißt, wir wissen, wenn wir auf der horizontalen Achse landen, dann bewegt sich das System entweder ganz nach rechts, wenn wir rechts von der blauen Linie gelandet sind, oder ganz nach links, wenn wir links von der blauen Linie gelandet sind. Das ist bestimmt durch diese blauen Pfeile hier. Genauso können wir uns die vertikale Achse anschauen, also die Q-Achse. Wenn wir schon auf dieser Achse gelandet sind, dann versuchen die roten und die blauen Pfeile uns in Bereiche zu drängen, in die wir gar nicht können, weil wir schon am Rand angekommen sind. Und deswegen können wir die ignorieren. Das heißt, wir schauen uns nur die grünen Pfeile an und wir haben, dass das System sich auf dieser vertikalen Achse entweder nach ganz oben bewegt, wenn wir oberhalb der grünen Linie gelandet sind, oder nach ganz unten, wenn wir unterhalb der grünen Linie gelandet sind. Auf der diagonalen Achse können wir uns das genauso überlegen. Wenn wir schon irgendwo auf dieser diagonalen Achse gelandet sind, dann versuchen die blauen Pfeile und die grünen Pfeile, die versuchen uns hier jeweils in Bereiche zu drängen, die wir nicht können. Deswegen ignorieren wir die. Was bleibt übrig? Nur noch die roten Pfeile. Das heißt, wenn wir unterhalb der roten Linie gelandet sind, bewegen wir uns ganz nach rechts unten. Und wenn wir oberhalb der roten Linie gelandet sind, bewegen wir uns ganz nach oben. Das ist hier eingezeichnet. So, jetzt haben wir die Ränder abgeklappert. Jetzt können wir uns fragen, wie entwickelt sich die Dynamik innerhalb der Fläche? Fangen wir mal beim Viereck oben links an, also in diesem Bereich. Wenn Sie sich die Pfeile hier anschauen, das deutet ja schon mal darauf hin, dass wir tendenziell eher hier in der Ecke oben links landen. Ne? Also die Pfeile zeigen zusammengenommen eher so nach links oben. Das heißt, das ist ein bestimmter Punkt, wo wir landen können, wenn wir in diesem Bereich hier anfangen. Was gilt in der Ecke oben links? Da haben wir P gleich 0 und Q gleich 1. Also alle spielen dort Verhaltensweise B. Ja? Denn also R muss dann auch 0 sein, weil P plus Q plus R kann insgesamt nur 1 geben. Und wenn Q schon 1 ist, dann müssen die beiden anderen Häufigkeiten 0 sein. Analog können wir uns für das Viereck unten rechts überlegen, also hier, dass wir tendenziell eher hier landen werden, in dieser Ecke. Die Pfeile zeigen eher so in diese Richtung. Das heißt, wir landen dann in einer Situation, in der nur Verhaltensweise A gespielt wird. Da gilt P gleich 1 und Q und R müssen dann 0 sein. Wie sieht es im Dreieck links daneben aus? Also hier, wo bewegen wir uns dahin? Dort haben wir Pfeile nach links, unten und nach rechts, unten.
Erstmal der rote Pfeil. Der rote Pfeil könnte uns eventuell, je nachdem, wo wir starten, wenn wir zum Beispiel sehr weit hier oben starten und der rote Pfeil schiebt uns weit genug rüber, könnten wir hier in diesem anderen Viereck landen. Und was da passiert, wissen wir ja. Ne? Wir landen in der Situation, wo alle A spielen. Okay, das wäre das schon mal abgehakt. Was ist mit dem grünen und mit dem blauen Pfeil? Die schieben uns tendenziell in diese Ecke hier, links unten. Was gilt in dieser Ecke? Da haben wir P gleich 0 und Q gleich 0, bleibt nur, dass R gleich 1 sein muss. Ne? Also in dieser Ecke spielen alle C. Noch genauer können wir uns überlegen, sagen wir, der grüne Pfeil hier dominiert, wenn wir hier anfangen und wir landen genau auf der Achse, dann wissen wir schon, was passiert. Wir werden ganz nach links geschoben, landen also wiederum in der Situation, wo alle C spielen. Okay? Wenn der blaue und der grüne Pfeil zusammenwirken, landen wir auch irgendwann in dieser Ecke. Es könnte aber auch sein, dass uns der blaue Pfeil irgendwie ganz rüberschiebt über diese rote Linie. Was ist dann? Dann sind wir in diesem Dreieck und da haben wir ein bisschen andere Pfeile. Ja, der blaue und der grüne Pfeil, die schieben uns tendenziell wieder hier unten links in die Ecke. Es könnte auch sein, dass wir auf der vertikalen Achse wieder landen. Da wissen wir, da werden wir auch in die Ecke unten links gedrängt. Und sollte es passieren, dass wir hier ganz rüber geschoben werden über die grüne Linie durch diesen roten Pfeil, dann wissen wir auch, da landen wir tendenziell in dieser Ecke. Okay? Also vielleicht merken Sie schon, wo es hingeht. Also wir werden tendenziell immer in einer der Ecken landen, egal wo wir anfangen. Okay? Das ist jetzt ein Bauchgefühl und um das zu bestätigen, müssen wir alle möglichen Punkte abklappern, wo wir anfangen könnten. Ne? Welche Punkte sind noch interessant in diesem System? Die Schnittpunkte der Linien mit den Grenzen sind interessant. Das können häufig Gleichgewichte sein. Nehmen wir zum Beispiel den Schnittpunkt der roten Linie mit der diagonalen Grenze, also hier. In diesem Punkt haben wir zwar ein Nash-Gleichgewicht, aber es ist nicht dynamisch stabil. Denn wir wissen, sobald wir zufällig eine Änderung in eine Richtung haben, landet das System nicht mehr zwangsläufig in diesem Punkt, sondern entwickelt sich tendenziell eher weiter weg davon. Ja, also wenn wir auf der Diagonale zum Beispiel ein Stück nach links gehen, dann wissen wir, bewegt sich das System ganz nach oben, wo nur A gespielt wird. Wenn wir ein Stück nach rechts wandern von dem Gleichgewicht, bewegt sich das System weg in einer Situation, wo alle A spielen. Okay? Übrigens, woher wissen wir, dass dieser Punkt ein Nash-Gleichgewicht ist? Zwei Sachen. Erstens, wir wissen, A und B sind auf dieser Linie genau gleich gut. Das heißt, da gibt es keinen Anreiz abzuweichen. Das heißt, wir müssen uns noch fragen, ob es sich von diesem Punkt lohnen würde, in Richtung C abzuweichen. Und wenn Sie zurückdenken an die Vergleiche, die wir vorhin angestellt haben, dann ist C nicht besser. Also dadurch, dass wir rechts von der blauen Linie und oberhalb der grünen Linie sind, haben wir bestimmte Bedingungen gegeben. Und wenn Sie sich die nochmal anschauen, zwei Folien vorher, dann haben wir da jedes Mal nicht gegeben, dass C besser ist als B oder A. Das heißt, von diesem Punkt hier ausgehend gibt es keinen Anreiz, Richtung C abzuweichen. Deswegen haben wir da ein Nash-Gleichgewicht. Weil A und B sind da sowieso gleich gut, weil wir auf der roten Linie sind. Genauso können wir uns den Schnittpunkt der grünen Linie mit der vertikalen Achse anschauen. Das ist hier. Auch da stellen wir fest, dass es ein Gleichgewicht ist, weil per Definition sind B und C da gleich gut und dadurch, dass wir links von der roten und der blauen Linie sind, ist Verhaltensweise A nie besser als B oder C. Okay? Das heißt, da haben wir ein Nash-Gleichgewicht, aber wiederum gilt, es ist nicht
stabil. Ne? Sobald wir ein Stück hierhin abweichen oder hierhin abweichen zufällig oder wieder zurück in den Raum hier, gibt es keinen zwangsläufigen Trend zurück zu diesem Punkt. Und dadurch ist es ein instabiles Gleichgewicht. Das Gleiche können wir uns überlegen für den Schnittpunkt der blauen Achse mit der horizontalen Linie. Auch hier ist ein Nash-Gleichgewicht, das können Sie selber nachvollziehen. Wieder gilt, es ist nicht stabil, denn sobald wir in irgendeine Richtung ein kleines bisschen nur abweichen, zufällig, bewegt sich das System nicht mehr zwangsläufig zurück zu diesem Punkt. Wir haben also ein instabiles Gleichgewicht. Dann gibt es noch einen Schnittpunkt, der relevant sein könnte, nämlich hier in der Mitte, der Schnittpunkt aller drei Linien. Ist das ein Nash-Gleichgewicht? Ja, es muss per Definition ein Nash-Gleichgewicht sein, denn da, wo sich die drei Linien schneiden, muss ja der erwartete Payoff von A und B und C genau gleich groß sein. Und, ja, das heißt, man hat auch keinen Anreiz, in irgendeine Richtung abzuweichen. Also muss das ein Nash-Gleichgewicht sein. Ist es stabil? Nein. Ne? Sie sehen, also, das ist so schön eingekreist von Pfeilen, die gehen alle in andere Richtungen. Das heißt, sobald wir uns auch nur ein bisschen zufällig in irgendeine Richtung abweichen da vom System her, landen wir nicht mehr zwangsläufig wieder zurück in diesem Nash-Gleichgewicht. Traut sich nicht. So. Okay. Das war jetzt eine reine Wiederholung. Jetzt sehen wir endlich, wo die erwarteten Auszahlungen herkommen. Und zwar aus einem simultanen Spiel der folgenden Form. Zack. So, wenn Sie da mal genauer reinschauen, da erkennen Sie zumindest ein bisschen was, was Sie schon kennen. Nämlich das 2x2-Spiel, das da drin steckt, also oben links. Das kennen Sie schon. Das ist ein reines Koordinationsspiel, richtig? Und Sie erinnern sich, ein mögliches Gleichgewicht ist, dass alle links fahren. Dass die Hälfte links und die andere Hälfte rechts fährt, und das ist kein stabiles Gleichgewicht, weil es ja, weil eine kleine Änderung in eine Richtung dann uns schon nicht mehr zurück ins Gleichgewicht führt. Und jetzt nehmen wir an, es gäbe noch eine zusätzliche dritte Verhaltensweise, die wir flexibel nennen, also man ist nicht festgelegt auf entweder nur links oder nur rechts fahren. Diese Verhaltensweise ist dadurch gekennzeichnet, dass wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die beide flexibel sind, dann ist das zwar auch gut, aber nicht ganz so gut, wie wenn zwei Rechtsfahrer oder zwei Linksfahrer aufeinandertreffen. Und das ist dadurch gekennzeichnet, dass wir da nur 3-3 als Payoffs haben. Und in den anderen Fällen sind wir dadurch aber besser gestellt, wenn wir als Flexibelfahrer auf jemanden treffen, der nicht flexibel fährt. Und dann haben wir nämlich 1-1. Also es ist ein nicht ganz so katastrophaler Unfall. So, und wenn wir bei diesen Payoffs dann die Erwartungswerte bilden, dann sehen Sie, dass wir genau auf die Auszahlung kommen, die wir hier im Spiel benutzt haben. Also Sie überlegen sich zum Beispiel, erwartete Payoff der Verhaltensweise A. Ich weiß, mit Wahrscheinlichkeit P spielt derjenige, auf den ich treffe, ich schreibe es mal explizit auf, mit Wahrscheinlichkeit P spielt der, auf den ich treffe, A, und dann habe ich 4. Mit Wahrscheinlichkeit Q spielt der, auf den ich treffe, die Verhaltensweise B, dann habe ich 0. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P minus Q treffe ich auf jemanden, der C spielt, und dann habe ich 1. Okay? Und wenn Sie das auflösen, dann kommen Sie auf genau das, was da unten steht, nämlich 1 plus 3 P minus Q. Aus so einer Überlegung kommen diese Payoffs. Genau, das war einfach nur, damit Sie es mal gesehen haben. Ja, klar. In diesem simultanen Spiel sehen Sie natürlich, und wenn Sie es nicht sehen, sollten Sie es explizit ausrechnen, dass wir 3 Nash-Gleichgewichte haben. Ne? Einmal das, das und das. Okay? Also immer das gleiche Spielen wieder gegenüber ist jeweils ein Nash-Gleichgewicht. Und das war jetzt erstmal die reine Wiederholung von dem
Spiel von letztem Mal. Das heißt, wir haben uns bis jetzt angeschaut, ein dynamisches Koordinationsspiel, bei dem wir die Institutionen einführen, flexibel fahren und haben gesehen, dass wir drei stabile Gleichgewichte haben. Ne? Wir landen entweder in einem Gleichgewicht, in dem alle links fahren, alle rechts oder alle flexibel fahren. Und jetzt das Instrumentarium, was wir jetzt damit kennengelernt haben, das wenden wir an, um eine richtig interessante Situation zu erklären, eine Institution in einer Falke-Taube-Situation. Und die Struktur eines Falke-Tauben-Spiels ist wie folgt, nämlich es gibt grundsätzlich erstmal zwei Verhaltensweisen, Kampf und Nachgeben. Bei der ersten Verhaltensweise entspricht gleiches Verhalten einem Kampf. Dabei tut man sich typischerweise weh, sodass beide Spieler eine negative Auszahlung von minus 3 haben. Wo haben wir es? Da. Ja, also, wenn Sie jemand sind vom Typ Kampf und Sie treffen zufällig auf jemanden, der hat auch den Typ Kampf, dann entsteht ein Kampf und Sie tun sich gegenseitig weh und deswegen haben Sie minus 3. Die zweite Verhaltensweise, Nachgeben, wenn jemand, der vom Typ Nachgeben auf einen anderen Typ trifft, der Nachgeben spielt, dann wird niemand verletzt, aber keiner kann auch wirklich seinen Willen durchsetzen und deswegen haben wir da positive, aber niedrige Payoffs und beide haben einen Payoff von 1 nur. Okay? Und dann gibt es eben die Situation, wenn ich als jemand, der Nachgeben spielt, trifft auf zum Beispiel Sie, der Kampf spielt, dann können Sie Ihren Willen durchsetzen, haben Payoff 4, den hohen, und ich habe 0, weil ich meinen Willen nicht durchsetzen kann, aber ich kriege auch keinen Schaden, weil es kommt ja gar nicht zum Kampf, weil ich dem Kampf aus dem Weg gehe. Umgekehrt ist es natürlich, wenn ich Kampf spiele und Sie nachgeben, dann habe ich meinen Willen durchgesetzt. Das ist die Grundstruktur eines Falke-Tauben-Spiels. Und man kann es eben auf ziemlich viele Situationen anwenden und deswegen schauen wir uns das heute auch an. Erstmal in diesem simplen Spiel, wo sind hier die Nash-Gleichgewichte? Ja, wenn Sie es mal selber durchrechnen, sehen Sie, dass rechts oben und links unten jeweils ein Nash-Gleichgewicht ist. Wenn wir dieses Spiel in einer großen Bevölkerung häufig spielen, haben wir das Problem, dass wir diese asymmetrischen Gleichgewichte nur schwer abbilden können, weil ja festgelegt werden muss, wer die Rolle des Kämpfers einnimmt und wer die Rolle des Nachgebenden. Also wenn wir das im evolutorischen Kontext versuchen zu spielen, dann ist es das ein bisschen komplizierter, weil man vorher eigentlich irgendwie determinieren muss, wer Kämpfer ist und wer jemand, der nachgibt. Bevor wir dann näher drauf eingehen, ein paar Beispiele, was alles eine Falke-Tauben-Situation sein kann. Das sogenannte Chicken Game kennen Sie vielleicht aus Filmen. Zwei angetrunkene Jugendliche auf einer freien Straße fahren mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu. Und wer zuerst ausweicht, ist quasi Chicken. Das hat die gleiche Grundkonstellation, was die Payoffs angeht. Ne? Ich habe mal eine Frage zur Folie vorher. Ja. Wieso ist das unten links ein Nash-Gleichgewicht? Weil der andere hat ja eigentlich einen Anreiz, da der Nachgehen spielt. Wie ist Eis da zu nehmen unten? Warum ist unten links ein Nash-Gleichgewicht? Gehen wir es mal kurz durch. Spieler 1 überlegt sich, wenn der andere Kampf spielt, dann ist für ihn besser Nachgeben. Wenn der andere Nachgeben spielt, ist für ihn besser Kampf. Spieler 2 überlegt sich, wenn Spieler 1 Kampf spielt, ist es für Spieler 2 besser nachzugeben. Und wenn Spieler 1 Nachgeben spielt, ist es für Spieler 2 besser zu kämpfen. So, das Chicken Game ist ein Beispiel dafür und alles, was entsprechend strukturiert ist. Die Situation, wenn zwei Leute eine Fundsache finden gleichzeitig, ist so eine Situation. Also
Man kann darüber streiten, einer kann nachgeben oder beide können nachgeben. Und, aber wenn beide nachgeben, dann hat trotzdem niemand die Fundsache an sich genommen. Und deswegen haben wir da die niedrigen Payoffs. Okay? Und das Gleiche können wir uns überlegen, wenn jemand schon eine Sache hat, also der Besitzer und ein Besitzstörer, sehr ähnlich wie mit Fundsachen, aber einer hat die Sache schon. Ja? Also wenn selbst wenn einer schon eine Sache hat, wenn er zuerst etwas gefunden hat, kann ja jemand anderes noch kommen und versuchen, es ihm wegzunehmen. Und da kann man auch Kampf oder Nachgeben spielen. Und das ist also spieltheoretisch die gleiche Situation. Biologisch gesehen können wir uns Situationen vorstellen, in denen um Kampf oder Rang, in denen gekämpft wird um Rang oder Futter. Und auch in Bezug auf Kriegssituationen können wir uns sowas vorstellen. Nachgeben wäre hier sowas wie sich erobern zu lassen. Wobei man natürlich darüber streiten kann, ob die Situation nachgeben wirklich jetzt hier niedrigere Payoffs hätte als Kampf. Das wäre dann so eine Struktur. Sie sehen, es müssen nicht immer die gleichen Zahlen sein, aber die Anreize in dem Spiel müssen gleich sein. Okay? Das heißt, ja, in der Klausur könnte ich Ihnen ganz andere Zahlen hier angeben, aber es könnte von der Struktur immer noch die gleiche Situation sein. Ne? Das müssen Sie einfach erkennen können. So. Zurück zum Spiel an sich. Noch kurz das Verzeichnis ändern. So. Wir betrachten das Ganze jetzt evolutorisch. P ist die relative Häufigkeit der Falken, also derer, die immer Kampf spielen. Dementsprechend ist die relative Häufigkeit der Tauben, also derer, die immer nachgeben spielen, 1 minus P. Okay? Das können wir wieder grafisch darstellen. Hier haben wir jetzt zunächst den erwarteten Payoff der Tauben. Klar, wir wissen, wenn alle Tauben sind, wenn also P gleich 0 ist, dann ist die Auszahlung der Tauben 1, fängt also hoch an. Und je höher der Anteil der Falken wird, desto mehr nähert sich die erwartete Auszahlung der Tauben dann 0 an. Umgekehrt, wie sieht der Payoff der Falken aus? Wenn es nur Falken gibt, ist die Auszahlung minus 3, das ist ganz rechts. Und wenn es nur Tauben gibt, ist die Auszahlung 4, plus 4. Und das können wir alles an der Spielmatrix ablesen. Und die Grafik hier zeigt uns nur die Bereiche dazwischen an. Die Frage ist jetzt, wie entwickelt sich so eine Gesellschaft? Wir haben hier wieder einen Schnittpunkt der beiden Auszahlungsfunktionen bei P gleich 1/2, das ist einfach nur Zufall, weil die Zahlen hier so gewählt sind, wie sie gewählt sind. Das können Sie ganz leicht selber herausfinden, indem Sie einfach PF und PT gleichsetzen und dann nach P auflösen. Dann kommen Sie drauf, dass P gleich 1/2 ist bei diesem Schnittpunkt. Und klar, links von diesem Schnittpunkt ist die Verhaltensweise Falke im Erwartungswert besser. Der Anteil der Falken wird also zunehmen, das System wandert Richtung P gleich 1/2. Rechts vom Schnittpunkt ist die Verhaltensweise Taube im Erwartungswert besser, der Anteil der Tauben nimmt tendenziell zu. Okay. Wieder gilt, also um das schnell zu sehen, setzen Sie einfach P gleich 0 ein. Und dann haben Sie hier, wenn Sie 0 einsetzen, haben Sie minus 3 mal 0 plus 4 mal 1 minus 0 ist gleich 4. Und bei diesem Payoff hier unten haben Sie 1 minus 0 ist gleich 1. Okay, und dann sehen Sie, der Payoff für die Falken ist besser. Das heißt, links von diesem Schnittpunkt muss der Anteil der Falken zunehmen. Aber in diesem Fall bedeutet das eine Bewegung Richtung des Schnittpunktes. Okay? Wir haben jetzt das gleiche gemacht wie vorhin, aber die Bewegung läuft auf einmal Richtung des Schnittpunktes. Was das Ganze natürlich ein bisschen spannender macht. Und das können wir uns wieder grafisch veranschaulichen, wie so eine Dynamik aussehen könnte. Wenn wir eine Population ausschließlich von Falken haben, lohnt es sich mehr, eine Taube zu sein und der Anteil der Tauben erhöht sich.
bis wir bei einem Anteil von 1,5 angekommen sind. Und da wird es am Anfang vielleicht noch so ein bisschen pendeln, aber auf P gleich 1,5 irgendwann bleiben. Umgekehrt, wenn wir nur mit Tauben anfangen, lohnt es sich mehr Falke zu sein und der Anteil nähert sich immer weiter 1,5 an, bis wir da irgendwann festsitzen. Okay? So könnte die Dynamik aussehen. Im Gleichgewicht sind also genau die Hälfte Falken und die Hälfte Tauben. Und wenn Sie das in die erwarteten Payoffs eintragen, sehen Sie, dass der durchschnittliche Payoff 1,5 beträgt. Okay. Erwarteten Payoffs hatten wir auf der Folie davor. Ne? Hier stehen die. Ja, ist klar, wo die herkommen, oder? Also wenn ich Falke spiele, dann treffe ich mit Wahrscheinlichkeit P auf jemanden, der auch Falke ist, dann habe ich minus 3. Und wenn mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus P treffe ich auf jemanden, der Taube spielt, dann habe ich 4. Und wenn ich das auflöse, dann habe ich genau das hier. Okay? Und der erwartete Payoff der Tauben ergibt sich dann dementsprechend aus diesen beiden Payoffs. Okay? Und ja, wenn wir da eben einsetzen, P gleich 1,5, dann kriegen wir raus, dass sowohl Falken als auch Tauben... Nee, stimmt gar nicht, oder? Was ist denn, wenn wir da 1,5 einsetzen? Also, der erwartete Payoff der Falken, wenn wir 1,5 einsetzen, ist minus 1,5 plus 2 ist... Minus 0,5? Nee, plus 0,5. Oder? Ist das richtig? Ich glaube. Pi t von 1,5 ist 1 minus 1,5. 0,5. Okay, beide haben den Payoff von 1,5 im Durchschnitt. Und das ist jetzt ein wichtiges Ergebnis. Warum? Na, überlegen Sie sich, wenn wir es hinkriegen würden, dass immer nur Falken auf Tauben und immer nur Tauben auf Falken treffen, dann hätten wir erreicht, dass der durchschnittliche Payoff auf 2 steigt. Ne? Denn wenn immer nur eine Situation rauskommt, wo einer 4 und einer 0 hat, dann haben wir einen durchschnittlichen Payoff von 2, weil einer 0 und einer 4 hat und 2 ist aber mehr als 1,5. Das heißt, gesellschaftlich gesehen, von der gesellschaftlichen Wohlfahrt gesehen, hätten wir noch ein Potenzial zu einer Verbesserung. Und zwar unterm Strich eine Pareto-Verbesserung, weil dann jeder besser gestellt wäre, durch den durchschnittlichen Payoff von 2 statt 1,5. Die Frage ist also, wie eine solche Gesellschaft es hinkriegt, eine solche Koordination zu erreichen. Ne? Statt dass die Hälfte Falke und Tauben spielt, dass immer eine Taube auf eine Falke trifft und immer eine Taube auf eine Falke und umgekehrt. Eine Möglichkeit ist, eine zusätzliche Strategie einzuführen. Das ist der ganze Grund, warum wir das mit diesen drei Verhaltensweisen jetzt eingeführt hatten. Diese zusätzliche Strategie nennen wir die bürgerliche oder bourgeoise Strategie. Und diese Strategie beinhaltet die Frage, wer war zuerst da? Okay? Wer als erster kommt, der darf Falke spielen. Wer als zweiter kommt, darf Taube spielen. Oder bei Fundsachen wäre es, wer es zuerst findet, der darf es behalten. Und wer als zweiter kommt, der darf es nicht halten. Spieltheoretisch nennen wir das ein sogenanntes Korrelationssignal. Wie sehen die Auszahlungen in einer solchen Strategie aus? Fangen wir oben rechts an. Also wenn ein Falke auf einen bürgerlichen Spieler 2 trifft. Mit Wahrscheinlichkeit 1,5 ist Spieler 2 der Erste. Also wir nehmen immer an, es ist gleich wahrscheinlich, dass jemand zuerst kommt oder als Zweiter. Mit Wahrscheinlichkeit 1,5 ist Spieler 2 der Erste und spielt Falke. Das heißt, es trifft Falke auf Falke und wir haben eine Situation minus 3, minus 3. Also steht da eine Auszahlung von minus 3. Das ist das hier. Und mit der Wahrscheinlichkeit 1,5
ist Spieler 2 der zweite und spielt Taube, hat also eine Auszahlung von 0, macht insgesamt eine Auszahlung von minus 1,5. Okay. Genau so hat Spieler 1 in dieser Konstellation mit Wahrscheinlichkeit 1,5 einen Payoff von minus 3, weil er ja mit Wahrscheinlichkeit 1,5 auf einen Bourgeoisen trifft, der als erster da war. Und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1,5 hat Spieler 1 einen Payoff 4, weil er ja dann als Falke auf den Taube treffen würde. Okay, macht insgesamt 0,5. Auf die gleiche Weise können wir die restlichen Auszahlungen berechnen. Das können Sie in Ruhe zu Hause nachvollziehen. Und der spannende Fall ist natürlich, was ist, wenn zwei Bürgerliche aufeinandertreffen? Mit Wahrscheinlichkeit 1,5 ist Spieler 1 der Erste, spielt also Falke. Und wenn aber Spieler 1 der Erste ist, dann muss der zweite Spieler ja automatisch der Zweite sein. Es können nicht beide der Erste sein. Das heißt, in dieser Situation... In dieser Situation wäre also Spieler 1 der Falke, Spieler 2 die Taube. Das wäre das hier. Und in dem Gegenereignis wäre Spieler 1 der Zweite und das heißt automatisch ist Spieler 2 der Falke. Dann hat Spieler 1 0 mit der Wahrscheinlichkeit 1,5, macht insgesamt ein Payoff von 2. Und das gilt natürlich symmetrisch für den anderen Spieler. Und das zeigt uns eigentlich schon direkt, dass wir dahin wollen. Ne? Also wenn wir es schaffen, in so eine Situation zu landen, in der alle die bürgerliche Strategie nehmen, dann haben wir einen durchschnittlichen Payoff von 2 erreicht. Und das ist besser als vorhin der durchschnittliche Payoff von 1,5. Und die Frage ist, schaffen wir das überhaupt? Und um das zu sehen, schauen wir uns eben an, ob wir evolutorisch dahin kommen. Zuerst mal schauen wir uns statisch an, ist bürgerlich-bürgerlich überhaupt ein Nash-Gleichgewicht oder ein stabiles Nash-Gleichgewicht. Das schauen wir uns also dynamisch an. Ich muss hier kurz das ändern. Ja, wieder die gleichen Vorüberlegungen. Wir definieren P als den Anteil der Falken, Q ist der Anteil der Bürgerlichen und 1 minus P minus Q muss dann der Anteil der Tauben sein, ne? Weil die Anteile müssen sich auf 1 addieren. Weil die ganze Bevölkerung involviert ist. Wir fragen uns also, wie groß sind die Payoffs und wo sind alle Payoffs gleich? Der Falke hat im Erwartungswert einen Payoff folgendermaßen. Mit Wahrscheinlichkeit P trifft er auf einen anderen Falken, hat dann minus 3. Mit Wahrscheinlichkeit Q trifft er auf eine Taube, hat dann einen Payoff von 4 und mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Nee, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P minus Q trifft er auf einen Bürgerlichen und hat dann einen Payoff von 0,5. Okay? Das ist nichts anderes, als was da rechts steht. Und das können wir vereinfachen zu minus 7P minus 3,5 Q plus 4. Okay? Das, also kümmern Sie sich nicht um die krummen Zahlen. Das kommt jetzt einfach so raus. Das hängt immer davon ab, wie man die Zahlen in dem statischen Spiel wählt. Genauso ermitteln wir die erwartete Auszahlung der Tauben. Also wenn ich Taube bin, dann treffe ich mit Wahrscheinlichkeit P auf einen Falken, habe dann 0. Mit Wahrscheinlichkeit Q treffe ich auf eine andere Taube, auf 1. Mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P minus Q treffe ich auf einen Bürgerlichen und habe dann ein Payoff von 0,5. Ist das da richtig? Ich glaube, da ist was vertauscht, aber... Also, weil es innerhalb der richtigen Formel vertauscht ist, kommt es dann aufs Gleiche raus. Wir haben dann minus 1p, minus 1,5q und plus 1. Und dementsprechend können wir uns den erwarteten Payoff der Bourgeoisen überlegen und haben dann sowas. So, das können wir jetzt wieder benutzen, um eine dynamische Grafik zu erstellen. Wir fangen mit der gleichen Ausgangsgrafik an, bloß dass wir jetzt nicht R als die ausgelassene Kategorie haben, sondern 1
minus P minus Q. Also R haben wir uns als gar nicht erst definiert, ist auch gar nicht so wichtig. Wir haben hier also wieder dieses Einheitsdreieck, das die möglichen Häufigkeitskombinationen einrahmt. Okay? Nur innerhalb dieses Dreiecks können wir uns bewegen. Nur innerhalb dieses Dreiecks sind Häufigkeiten überhaupt möglich. So, entlang dieser Linie hier, dieser blauen, ist der erwartete Payoff der Tauben dem der Falken. Das können Sie genauso wie vorhin sehen. Wir setzen einfach die beiden Payoffs gleich, lösen nach Q auf und kommen dann auf eine Geradengleichung, die wir so abbilden können. Ne, also mit Achsenabschnitt Q und mit einer Steigung, sodass wir hier unten also irgendwo in der Mitte landen. Die Frage ist jetzt, was gilt links von dieser blauen Linie? Wieder können Sie den Trick verwenden, dass wir einen beispielhaften Punkt einsetzen, nämlich den Ursprung. Da ist P gleich 0 und Q gleich 0. Und wenn wir das einsetzen bei jeweils dem Payoff der Falken und der Tauben, dann sehen wir, dass links von der Linie der Payoff der Falken größer ist als der Tauben. Das mache ich jetzt nicht explizit, aber das können Sie ganz einfach zu Hause nachvollziehen, indem Sie einfach einsetzen. P gleich 0 und Q gleich 0. Umgekehrt muss also gelten, dass rechts von der blauen Linie... Ach so. Ja, okay, dann sagen wir jetzt schon was hier über die Dynamik aus, nämlich, dass links von der blauen Linie, links von der blauen Linie lohnt es sich mehr Falke zu spielen als Taube. Das heißt, der Anteil der Falken sollte auch steigen in diesem linken Bereich. Und deswegen haben wir hier diesen Pfeil nach rechts. Okay? Und rechts von der blauen Linie ist es genau umgekehrt. Dort lohnt es sich mehr Taube zu spielen als Falke. Das heißt, dort sollte der Anteil der Falken zurückgehen. Deswegen haben wir hier diesen Pfeil nach links. Und zwar muss das überall gelten, ne? Nicht nur auf der Achse, sondern in dem ganzen Bereich links von der blauen Linie und im ganzen Bereich rechts von der blauen Linie. Jetzt haben wir hier diese... grüne Linie. Die kriegen wir, wenn wir den erwarteten Payoff der Tauben und den der Bourgeoisen gleichsetzen. Dann kommen wir auf diese senkrechte Linie. Also, dass die senkrecht ist, ist einfach nur ein Zufall. Das hat mit den Zahlen zu tun. Und wieder müssen wir uns eben fragen, was ist links und rechts von der Linie? Ein beispielhafter Punkt links von der Linie ist der Ursprung. Setzen wir P gleich 0, Q gleich 0 ein. Und finden eben raus, dass links von der grünen Linie der erwartete Payoff der bürgerlichen größer ist. Also links lohnt es sich mehr bürgerlich zu spielen als Taube. Das heißt, dass dort der relative Anteil der Bürgerlichen, der Bourgeoisen steigen wird und das ist nichts anderes als Q und deswegen haben wir da diesen grünen Pfeil nach oben. Rechts davon gilt umgekehrt, dass der erwartete Payoff der Tauben größer ist, dass also der Anteil der Bürgerlichen relativ sinken muss. Das ist durch diesen Pfeil gekennzeichnet. Jetzt können wir schon ein bisschen der Dynamik in diesem System identifizieren. Im Dreieck rechts unten, also hier, haben wir, wenn wir irgendwo hier anfangen, da haben wir einen Pfeil nach links, den blauen, und einen Pfeil nach unten, den grünen. Das heißt, tendenziell landen wir hier in diesem Schnittpunkt. Der blaue Pfeil könnte uns aber eventuell auch über die grüne Grenze hinausschieben, in diesen Bereich hier, wo wir dann einen grünen Pfeil nach oben und einen blauen Pfeil nach links haben, also tendenziell dann in dieser Ecke hier landen würden, da wo alle Bourgeois spielen. Schauen wir uns noch die letzte Abgrenzung an. Dazu mache ich noch meine Freihandsachen weg. Eine haben wir noch offen gelassen.
nämlich der Vergleich Tauben und Falken. Wenn wir Tauben und Falken vergleichen, dann haben wir diese rote Linie. Wieder können Sie das rausfinden, indem Sie die Payoffs der Falken und der Tauben gleichsetzen und nach Q auflösen. Und dann muss auf dieser grünen, auf dieser roten Gerade gilt, dass die Payoffs genau gleich sind. So wie eben können Sie rausfinden, dass unterhalb der roten Linie der Payoff der Falken höher ist. Dort sollte also P steigen. Und über der roten Linie ist der Payoff der Falken geringer. Da sollte P also sinken. Das ist dieser rote Pfeil. Und jetzt können wir uns tatsächlich fragen, wo dieses System hinläuft. Fangen wir in der Ecke unten links an. Oder in dem Dreieck unten links. Dort haben wir den roten Pfeil nach unten rechts, den blauen Pfeil nach rechts. Und hier gilt aber auch dieser grüne Pfeil. Ne, der gilt für den ganzen Bereich links von der grünen Linie. Das heißt, ja, theoretisch wäre hier so eine geschwungene Entwicklung denkbar, so wie dieser geschwungene Pfeil hier. Also wir könnten auf diesem Punkt hier landen, muss aber nicht sein, weil wir ja noch weil wir den blauen Pfeil nach rechts haben und den grünen Pfeil nach oben. Das, also müssen nicht zwangsläufig in diesem Schnittpunkt da unten landen, sondern es könnte auch genauso gut sein, dass wir wieder nach oben getrieben werden. Und wenn wir da oben irgendwo hier drin landen, dann werden wir unaufhaltsam hier in die Ecke oben links geschoben. Das heißt, wir sehen schon, egal wie wir da hinkommen, wenn wir erstmal da sind, ist hier die Situation oben links ein stabiles Gleichgewicht. Ne? Denn Sie überlegen sich einfach, wenn wir nur ein bisschen hier in die Richtung oder in die Richtung abweichen, was passiert dann? Früher oder später landen wir wieder in dem Gleichgewicht. Deswegen ist links oben ein stabiles Gleichgewicht. Woran sehen wir denn überhaupt, dass das ein Nash-Gleichgewicht ist, hier links oben? Müssen wieder prüfen, lohnt es sich in irgendeine Richtung abzuweichen. Wir wissen, hier links oben sind wir auf der blauen Linie. Das heißt, dort gilt auf jeden Fall, dass es gleich gut ist, Taube oder Falke zu spielen. Das heißt, wir müssen uns nur noch fragen, was ist dann mit der bürgerlichen Strategie? Naja, wir wissen, wir sind links des der grünen Linie. Das heißt, das kann jetzt nicht stimmen. Achso, doch, sorry. Jetzt haben wir wieder so eine Pause gehabt. Links oben in der Ecke spielen alle bürgerlich. Okay, und wir müssen uns fragen, lohnt es sich abzuweichen? Wir sind links von der grünen Linie, das heißt, bürgerlich ist immer besser als Taube spielen. Das heißt, Taube spielen lohnt sich nicht. Also in Richtung Taube abzuweichen lohnt sich nicht. Check, erster Check. Zweiter Check, was ist mit Falke spielen? Na, wir sind oberhalb der roten Linie und oberhalb der roten Linie gilt wiederum, dass bürgerlich spielen besser ist als Falke spielen. Das heißt, es lohnt sich nicht, von bürgerlich Richtung Falke abzuweichen. Deswegen wissen wir, dass wir links oben in einem Nash-Gleichgewicht sind. Und dass es stabil ist, haben wir eben schon festgestellt. Okay, links oben wäre also auf jeden Fall ein stabiles Nash-Gleichgewicht. Und jetzt ist die Frage, haben wir noch mehr stabile Nash-Gleichgewichte? Wie ist es denn in der Ecke rechts unten, wenn also alle Falken sind? Hier, P ist 1. Okay, wir sehen auf jeden Fall schon mal, kann keine stabile Situation sein, ne? Denn alle Pfeile weisen davon weg. Das heißt, sobald wir hier ein bisschen in den Bereich abweichen, kommen wir nie mehr zurück in die Ecke. Und es ist auch kein Nash-Gleichgewicht. Warum? Hier spielen alle Falke und wir sind aber rechts von der roten Linie und rechts von der roten Linie gilt, dass
bürgerlich besser ist als Falke. Das heißt, es würde sich auf jeden Fall lohnen, Richtung bürgerlich abzuweichen. Das heißt, die Ecke unten rechts ist kein Nash-Gleichgewicht und stabil sowieso nicht. Was ist mit dem Ursprung? Wenn also alle Tauben spielen, auch da sehen Sie, die Pfeile bewegen sich alle weg davon. Das heißt, es ist keine stabile Situation und es ist auch kein Gleichgewicht. Weil, also hier spielen alle Taube, aber dadurch, dass wir links von der Grünlinie zum Beispiel sind, wissen wir ja, dass es besser ist, bürgerlich zu spielen. Das heißt, es würde sich lohnen, abzuweichen von Taube zu bürgerlich. Ja, deswegen ist links unten auch kein Nash-Gleichgewicht und auch nicht stabil. Wir haben bis jetzt also nur dieses eine stabile Nash-Gleichgewicht links oben. Was sind noch potenzielle Punkte, die in Frage kämen? Ich mache mal ein bisschen feine Sachen hier weg. Noch mehr Punkte, die in Frage kämen. Zum Beispiel dieser Punkt hier, dieser Schnittpunkt der grünen Linie mit der diagonalen Grenze. Das ist auch kein Gleichgewicht und auch kein stabiles. Ne? Alle Pfeile führen davon weg. Und ja, insbesondere gibt es hier auf diesem Punkt keine Tauben, aber wir wissen, rechts von der blauen Linie lohnt es sich mehr Taube zu spielen statt Falke. Ne? Also eine Abweichung hier würde sich lohnen. Das ist auch keine alternative Lösung. So, weg damit. Was ist mit dem Schnittpunkt der roten Linie, mit der vertikalen Achse? Also hier könnte das hier ein stabiles Gleichgewicht sein. Wir wissen, dort gibt es keine Falken, denn da ist P gleich 0. Aber da wir links von der blauen Linie sind, wissen wir, es lohnt sich mehr Falke zu spielen statt Taube. Okay? Das heißt, eine Abweichung lohnt sich, es ist auch kein Nash-Gleichgewicht. Und wenn wir uns die Pfeile anschauen, ist es auch keine stabile Situation. Das scheidet also auch aus. Was ist mit dem Schnittpunkt der drei Linien unten auf der horizontalen Achse? Das hier. Das ist per Definition ein Nash-Gleichgewicht, denn hier schneiden sich alle drei farbigen Linien. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall keinen Anreiz, abzuweichen zugunsten einer der drei Verhaltensweisen. Aber ist es auch ein stabiles Gleichgewicht? Zwar ist es von den Achsen, wenn man auf der Achse ist, auf der horizontalen, dann ist es möglich, in diesem Gleichgewicht zu landen. Aber sobald das System zufällig ein ganz kleines Stück hier in diesem Bereich abweicht, kommen wir nie wieder zurück in dieses Gleichgewicht. Okay? Das heißt, ja, durch diese zufällige Abweichung landen wir nicht zwangsläufig wieder zurück in dieser Situation. Das heißt, es ist kein stabiles Gleichgewicht. Unterm Strich können wir also festhalten, dieses Spiel hat in der evolutorischen Betrachtung genau ein stabiles Nash-Gleichgewicht, nämlich in dem alle Bourgeois spielen. Das heißt, die bürgerliche Strategie setzt sich durch, ist also eine sich selbst durchsetzende, stabilisierende Institution, die das Falke-Tauben-Problem überwindet. Und das ist normativ wünschenswert, weil wir ja gesagt hatten, dass der durchschnittliche Payoff der Spieler höher ist, wenn alle bürgerlich spielen, als wenn die Hälfte Falke und die Hälfte Taube spielt. Ja, da war der Payoff ja nur ein halb, der durchschnittliche. Okay, wo können wir sowas anwenden? Zum Beispiel bei Konflikten um Ressourcen, denn es geht ja um ökonomische Analyse des Rechts. Ohne Besitzschutz entstehen Konflikte, die mit Kosten verbunden sind. Also wenn wir keinen Besitzschutz haben, dann sind wir in einer Falke-Tauben-Situation und dann entstehen Konflikte. Und da kann es passieren, dass beide Kampf spielen und das ist schlecht für die Gesellschaft. Und die Institution des Besitz oder des Eigentums, das ist hier nicht unterscheidbar, das ist eine Art der bourgeoisen Strategie, weil ja der Besitzer derjenige ist, der die Sache zuerst hat. Und wer die Sache nicht hat, darf nicht darum kämpfen. Das ist nichts anderes als die bürgerliche Strategie.
Das heißt, für alle Sachen, die schon jemand hat, haben wir ein eindeutiges Signal, wer kämpft und wer nicht kämpft. Und wenn Sie sich zurückerinnern, vorhin hatten wir gesagt, das Problem bei dieser evolutorischen Betrachtung ist, dass wir irgendwie festlegen müssen, wer kämpft und wer nicht. Und die bürgerliche Strategie wäre so ein Signal, das festzulegen. Wenn Sie Eigentümer einer bestimmten Sache sind, müssen Sie nicht mehr darüber streiten mit jemand anderem, und das vermeidet diverse gesellschaftliche Kosten. Mit anderen Worten, Besitzschutz und Eigentumsschutz vermeiden Konflikte dieser Art, Falke-Tauben-Konflikte, größtenteils, klar. Nicht alle werden vermieden, also weiß nicht, wenn Sie Geschwister haben, wissen Sie, dass das nicht immer eingehalten wird. Aber größtenteils werden diese Konflikte dadurch vermieden, weil aggressives und defensives Verhalten miteinander koordiniert werden. Okay? Wir sprechen spieltheoretisch von einem korrelierten Gleichgewicht, weil es auf einem Korrelationssignal beruht, also einem Mechanismus, der festlegt, wer sich wann wie verhält. Und ganz wichtig, das ist eine ganz andere Argumentation als die von Demsetz, als die naive von Demsetz, weil hier haben wir keine finale Erklärung, sondern wir sagen einfach nur, diese Institution setzt sich durch, weil jeder, der sie übernimmt, einen persönlichen Vorteil daraus ziehen kann. Es gibt also immer einen Anreiz, dass die Individuen diese Institution übernehmen, und das ist keine finale Erklärung, ne? Das ist einfach nur eine kausale Erklärung. Unterm Strich haben wir also eine normative und eine positive Begründung für Eigentumsrechte. Für die normative Begründung reicht es, im simultanen Spiel festzuhalten, dass die Situation, in der beide Spieler durch einen höheren durchschnittlichen Payoff gekennzeichnet ist, hier fehlt was. Also, um normativ zu begründen, warum Eigentumsrechte gut sind, reicht es also zu sagen, ja, in der Situation, in der alle bürgerlich spielen, haben wir einen höheren durchschnittlichen Payoff, ne, als wenn nur die Hälfte bürgerlich spielen, die Hälfte Falke und die Hälfte Tauben spielen. Da brauchen wir keine dynamische Betrachtung, da reicht es einfach statisch zu sagen, dass es Pareto besser ist. Und aber für die positive Begründung, für die beschreibende Begründung, warum Eigentumsrechte besser sind, dass Eigentumsrechte besser sind, als wenn wir keine haben, brauchen wir diese ganze dynamische Betrachtung, die wir gemacht haben in dieser Grafik. Nur dann können wir auch erklären, dass sich so eine Situation auch wirklich einstellen wird. Okay? Natürlich ist es keine problemlose Lösung. Ein Problem bei dieser Argumentation ist, dass wir die Korrelation der Verhaltensweisen theoretisch immer auch umkehren könnten. Ja? Also es ist ja nicht. Zum Beispiel könnte man auch sagen, der zuerst kommt, muss auch nachgeben. Also es ist ja erstmal völlig willkürlich gewählt, diese Regel. Wer zuerst kommt, dem gehört das auch. Man könnte sagen, der Besitzer gibt grundsätzlich nach. Wer eine Sache also hat, muss sie immer wieder auch sofort wieder abgeben an den Nächsten, der kommt. Und wenn man sowas durchspielt, ist problematisch, dass wir gesellschaftlich nicht wünschenswerte Situationen haben. Ne? Dass zum Beispiel Spieler ständig auf der Suche nach Konflikten sind, weil sie ja wissen, wenn sie bei jemandem Streit anfangen, dann kriegen sie auch was. Also wenn wir uns so ein Korrelationssignal überlegen, dann kommen eventuell nicht wünschenswerte Situationen raus. Und das Problem ist eben, dass das Korrelationssignal irgendwie relativ willkürlich gewählt ist. Also dieses, wer zuerst kommt, der kriegt es auch, ist zwar intuitiv, klar, aber es ist nicht theoretisch begründet. Das ist das Problem. Und die Tatsache, dass es viele verschiedene Korrelationssignale gibt, mögliche, heißt, dass wir das eigentlich auch spieltheoretisch abbilden müssten. Wenn wir aber mehrere Institutionen zur Auswahl haben, dann müssen wir uns gesellschaftlich erst auf eine einigen, damit diese Institution sich auch wirklich durchsetzen kann. Wie könnten wir das hier rechnerisch umsetzen, zum Beispiel so, dass das Falke-Tauben-Spiel um 2 weitere Institutionen erweitert wird, statt nur um eine. Also wir hätten dann nicht nur die bürgerliche Strategie, sondern noch eine 4. Und dann geht das alles aber nicht mehr so, wie wir es uns angeschaut haben, weil dann haben wir 4 relative Häufigkeiten. Das heißt, wir brauchen mindestens eine 3-dimensionale Darstellung und dann wird das Ganze ziemlich messy und nicht mehr so schön abzubilden. Und dann, ja, entweder müssen wir das am Computer 3-dimensional zeichnen oder uns rein mathematisch überlegen.
Genau, das wäre ein Problem dabei. Was haben wir heute gemacht? Wir haben wiederholt, wie wir relative Häufigkeiten von drei Verhaltensweisen darstellen können. Wir haben das Ganze dann angewandt auf das sogenannte Falke-Tauben-Spiel, um uns da anzuschauen, dass in der dynamischen Betrachtung dieses Grundproblem, dass wir nämlich eine potenzielle Pareto-Verbesserung haben, dieses Grundproblem wird gelöst, indem wir eine dritte sogenannte Bourgeoisie-Strategie einführen. Genau, wir haben gezeigt, sowohl normativ als auch positiv kann man das verstehen als eine Begründung von Eigentum. Ne? Das ist der Schlenker zur Rechtsökonomik. Und am Ende haben wir uns noch kurz Probleme angeschaut, die dabei auftreten können bei so einer Betrachtung. Ja, und wie immer gilt, wenn Sie jetzt noch Fragen oder Anmerkungen haben in der Nachbereitung zum Inhalt von Vorlesung oder Übung, dann lassen Sie es nicht einfach im Diskussionsforum wissen. Stellen Sie die Frage. Und danke.